Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Clan Squire Ygritte Claw. Ja, bei der letzten Folge hatten wir zwei Schlachten in der Wüste, eine bei Bel Aliad und eine kurz vor Khemri. Und wir konnten allerdings beide gewinnen und die Grufkönige wieder zurückschlagen. Jetzt wird sich der neue Kommandant Toxadin allerdings den Echsenmenschen entgegenstellen. Das wird allerdings nicht ganz so leicht. Und wie wir hier sehen, haben die Echsenmenschen auch einige Fortschritte gegen unsere verbündeten Gruftkönige gemacht und das können wir natürlich nicht zulassen. Ja. Knows who his boss is. So, wir verteilen nochmal Skillpunkte. Ach, das wirst du schon wieder, okay. Lichtung der Könige. Joa. Plattform des Aufsehers. What's your back to? Ich meine, minus 1 geht ja noch, das ist ja noch akzeptabel. Hier minus 6, aber der hat die Plattform auch noch nicht fertig. Hier ebenfalls. Minus 1. Ja, und du brauchst noch 5 Runden, damit du hier wächst. Und dann, ja, rote Klimazone ist wirklich nicht gerade angenehm. Und verschlingt auch sehr viel Geld. Master Engineer. Hier weiß ich noch nicht, wie ich vorgehen soll. Keine Ahnung. Die Zwerge sind hier ziemlich aktiv. Ich bräuchte eigentlich Kislev, aber wenn ich mir das jetzt hole, ist meine Armee ziemlich geschrumpft und wäre damit dann auch verwundbar. Ich könnte jetzt allerdings Zavastra belagern und er würde dann mit Verstärkung kommen. Was für eine Garnison hat Zavastra denn? Oh ja. Nee, das können wir auch nicht so gut riskieren. Warlock Master! Vielleicht wird er ja versuchen, Kislev zurück zu besiedeln. Daher werden wir hier mal einen Hinterhalt legen. Denn da müsste er nämlich lang mit dieser Armee, es sei denn, er geht hier rum, aber eigentlich macht die KI sowas nicht. Und der müsste der dann hier ebenfalls Richtung Osten. Gut, ein Kommandant habe ich noch nicht bewegt. Ach, Gaara, natürlich. So, gucken wir mal, was geil was für eine Garnison hat. Jo, die ist gar nicht schlecht. Wir belagern es aber trotzdem, da Galbaras für unsere Fraktion enorm wichtig sein wird. Da wir hier nämlich ein Spezialgebäude bauen können. So, hier haben wir noch einen Helden. Den schicken wir einfach mal hier hin. Er kann ein bisschen unterstützen gegen die Hochelfen. Und ich frage mich immer noch, wo die letzte Armee des Chaos ist. Ich glaube, der ist hier im Norden irgendwo. Na gut. Master Engineer! Der Du musst zurück nach Zandri. Auch ganz klar. Held nicht bewegt. Ja, bei dir würde ich gerne. Oh, ich habe dafür das Geld sogar. Tunnel under walls. Gut. No malice detected. Mobilität steigern. Ja, hier werden wir uns
untergrundmäßig ein bisschen weiterentwickeln. Die kann ich nicht mehr bewegen. Dich kann ich dafür überbewegen. Und wir beenden unsere Runde. Ja, was mir gerade Sorgen macht, ist, dass ich... Nee, die waren doch schon verbündet. Okay. Oh. Alariel hat gewonnen und das Adlertor gehört wieder den Hochelfen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir zu wenig Geld haben im Moment. Das ist natürlich nicht so gut. Und der Schredder bei Karaka drin müsste jetzt bald fertig sein. Das wird ein schwerer Schlag gegen die Zwerge bei Sylvania. Museum, Agul, Skeggy. Skeggy immer noch ziemlich aktiv hier in der Gegend von Hexorate. Aber, naja, die haben sich eben halt gut geschlagen. Oh, eine Chaosarmee. Und wieder ein Schredderball hochgegangen. Ich glaube es nicht. Wie geil. Karaka drin ist dem Erdboden gleich. Nice. Ein schwerer Schlag gegen die Zwerge. Und ich frage mich gerade, ob der das überhaupt sehen kann, wenn ich hier Kislev wieder zurückbesiedle. Allerdings habe ich dafür kein Geld. Ne, Kolonierungskosten sind über 1000. Dann bleiben wir da erstmal versteckt. Sowas da können wir leider auch nicht plündern. Oder wir plündern Fort Jakova oder nehmen das erstmal ein. Das geht natürlich auch. Ja, hier ist auch niemand. Und in Karagungor ist unsere nächste Rattenflutarmee in 4 Runden bereit. Das wird noch belagert. Ja, die brauchen noch ein bisschen. Der muss sich auch noch erholen. Mit Lamia haben wir ja keinen Krieg. Aber mit den letzten Verteidigern werden wir bald wieder Krieg haben. Ja, Galbaras dauert jetzt natürlich die Belagerung. Schädelriff.
Erstmal erkundschaften. Mhm. Krokar. Und noch einer. Machines and sorcery. Ja, warten wir noch eine Runde, bis die Warpflammenwerfer fertig sind. Und dann können wir da auch losgehen. Ja, hier dauert alles noch. Denn oben im Norden haben wir schon bewegt. Manfred von Karstein kann das hier ruhig einnehmen. Ja, was ist denn jetzt dein Ziel, Eggstone? Festung Oberstür? Nö. Ich würde mal sagen, Nullen oder so. Oh, hier bekomme ich aber keine Verstärkung. Oh, doch ein bisschen. Na dann. Arkendorf, ja, wird aber noch belagert. Du. Verdammtes Rakete. Ist da denn eine hohe Garnison in Eiswelsen? Naja, geht nicht so. Gut, machen wir es. Und nein! Hätte ich bloß eine Runde noch gewartet. Ach, Räder des Todes. Na gut, nützt jetzt nichts. Jetzt können wir es auch nicht mehr ändern und wir geben ihm dafür jetzt einen Todesritt. Somit haben wir trotzdem zwei Todesräder. Okay, hier könnte ich dafür dann einmal Clanritten neu holen. Und ja. Ja, das wird auch belagert. Das wird belagert. Das wird belagert. Warlock of Skavenblight. Make kill things. Gehst mal hier lang. Machines and sorcery. Hält nicht bewegt hier. And good something to kill killing. Das hat sich doch mal gelohnt. Schmutziger Kämpfer natürlich. Magic Egg Missile. Nee. Können wir hier. Ach so, wir haben unsere Tiefenreiche hier schon erweitert. Genau, das wollen wir ja hier machen. Na, kein Geld. Dann haben wir wieder dreimal Warpstein-Treibstoff. Rats of
Jetzt machen wir erstmal unsere Warp-Flammenwerfer, verbessern wieder. Was bekommen die jetzt? Munition, konzentriertes Feuer, erhöhte Reichweite gegen große Feinde. Ja, sehr gut. Nein, ich möchte jetzt nichts mehr bauen. Du wartest erstmal. Und dann werden wir mal die Runde. Ja, von den Zwergen werden gerade... Oha. Viele... So viel zum Museums Hilfe. Von den Zwergen werden gerade viele Wehrstädte belagert. Und ich denke, die Zwerge werden wir schon bald richtig schön klein kriegen. Die haben wir jetzt schon ordentlich geschwächt, indem wir denen schon fast das ganze Weltrandgebirge genommen haben. Das war ein wirklich guter Schachzug mit unseren Rattenfluten dort im Weltrandgebirge. Denn die Zwerge hatten zwar starke Armeen, aber sie hatten sie nicht überall. Und so konnten wir unsere Rattenfinesse gut ausspielen. Allerdings sind die Zwerge gerade ziemlich aktiv im Imperium. Was wiederum nicht so gut ist. Und eins meiner nächsten Ziele ist auf jeden Fall die Imperiumstadt Nullen und dann drüber die kleinere Stadt. Ich glaube Grünberg war das oder Grünburg. Ach, wieder die Fässer. Seltsames Pulverfass, ja. Minus 1000. Setz ihn Brand, klingt gut. Ja, es ist auch gut. Aber wir brauchen das Geld. Gegenstand der Macht. Ein Brüter. Ja, ich brauche das Geld einfach. Knochenarbeit. Einkommen aus Eingeborenen. Plus 10% für 3 Runden. Auch nicht schlecht. Versuchen wir noch den. Erfolg! Na bitte! Kann ich hier das Spezialgebäude eigentlich noch ausbauen? Nee, kann ich nicht. Schade. Guck
Gut, hier geht's jetzt in 3 Runden weiter. Was zum Zorn der Wildnis, lol. Was wollen die denn von mir? Ich hoffe, die erklären mir nicht den Krieg. Nehmen wir Auskundschaften. Und ich bin überlegen, ob wir das hier nicht Ikeclaw alleine überlassen. Master Engineer! Dann könnte ich hier mit Harder das Mutland angreifen. Und Eggstone, Grünburg und Nullen. Ja, ich denke, Ikeclaw wird das hier auch alleine hinkriegen. Machen wir mal einen Gewaltmarsch nach Grenstadt. So. Knows who his boss is. Gerade Kanalisierung. Mit Gewaltmarsch könnte ich so weit gehen und ich sehe hier allerdings nichts. Ich muss hier erstmal ein bisschen mehr sehen. Gut, jetzt blicke ich schon mehr durch. Okay, also lohnt sich eher ein Gewaltmarsch, wenn ich das richtig sehe. Oh, was der da jetzt ist, ist ja nicht so gut. Hm. Und Yakuwa nehmen wir erstmal ein. Dann haben wir hier schon mal einen kleinen Außenposten. Wieder ein bisschen Nahrung. Wieder ein bisschen Beute und die strahlende Flagge. Make Under Empire bigger! Warlock ready! Das reißen wir hier ab. Obwohl, nein. Lassen wir es da. In 3 Runden ist dort unsere Rattenflut fertig. Und wie wir sehen, stürmen wir die Zwerge immer wieder von hinten. Oh je. Gut. Nächstes Ziel ist Schwarzfels. Da kann der allerdings jetzt noch nicht so hin. Können die so angreifen? Das war doch mal ein Erfolg. Ach, so groß ist die Garnison ja gar nicht von Schwarzfels. Na denn. Keine Vorräte mehr. Ja. Könnten wir schon gewinnen, aber ich warte lieber noch eine Runde. Dann ist es etwas mehr zu unseren Gunsten. Gut, ohne den Kommandanten ist es auch noch +3.
Mit Lamia, oder besser gesagt Hochstadt Lyberas, haben wir ja keinen Krieg. Also gehen wir nach Valaya's Light. Stop now! Move march! Scorch! So, wo ist Crocker jetzt? Ist irgendwo hingeflohen? Hey, wo ist der denn jetzt? Wo ist er jetzt hier? Nö. Dahin erstmal und die Kriegserklärung folgt dann nächste Runde. Belaliad hatte eine Goldgrube. Oder hat der die besiegt? Ich weiß das jetzt auch nicht so genau. Auf jeden Fall werde ich mir das Auge des Panthers schnappen. Gut. Kommen wir zu Sylvania. Hier wollen wir uns erstmal ausbreiten. Also die wichtigsten Siedlungen, wo ich auf jeden Fall das Tiefenreich brauche, sind Sufbar, Schloss Drakenhof, Schloss Tempelhof und Schwarzhafen. Nee, Schwarzhafen nicht, aber Sufbar, Drakenhof und Tempelhof. Danach können die Vampirfürsten so gut wie nichts mehr machen. Dann gehen wir dahin. Ich habe mich schon bewegt, ja. Ja, gar nicht so einfach, dem Imperium den Krieg zu erklären, wenn Balthasar Gels so dicht vor Karoburg steht. Das können wir eigentlich mal ausbauen hier. Gib mir Nahrung. Ja, ja, ist ja gut. Gut, beenden wir die Runde. Der Orden der Lehrmeister. Na, ah, sieh an, Tyrion hatte also die Untoten zurückgeschlagen. Jetzt wissen wir es. Ich glaube, der Schrein des Kane wird gerade belagert. Jo, sieht so aus. Die Verbannten von Nehek, dass sie da drüben immer noch leben. Die Hügelgrablegion.
Herr Musillon, dann musst du wohl einen neuen Angriff starten gegen Nebela. Bin da mal gespannt, was da kommen wird. Der Zaun der Wildnis plündert bei mir. Karak Azul. Okay. Ach, das wieder. Okay, cool, das nehme ich. Gerüchtgeflüster, Fort Jakova, ach, der da oben im Norden, okay. Gegengerüchte verbreiten oder? Gegengerüchte verbreiten. Das sind auch immer so eine Entscheidungen, die auch gut überlegt sein müssen. Aber nun gut. Unsere Zeit ist leider wieder um. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.